Ich sag doch, ich hatte die Rotfeder schon. Und ich denk mir noch, Alden, Rotfeder? Seit wann fehlt mir die Rotfeder im Game? 100% hatte ich doch schon die Rotfeder. Und dann war sie doch weg. Und jetzt habe ich sie wieder gefangen. Hier an der Stelle geht nämlich Rotfeder. Und ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, wir haben des Rätsels Lösung doch schon entdeckt. Rako hatte gestern noch geschrieben. Und meine Alten, du suchst doch noch die Rotfeder. Weil vor Wochen gucke ich so durch mein Fanginventar. Was hatte ich denn schon? Auf einmal steht da Rotfeder, Alten. Rotfeder noch nicht als Trophy gefangen. Und ich habe direkt, also es war ja im Livestream, ich habe direkt gesagt, Alten, das kann ja gar nicht sein. Du hättest mich nachts aus dem Bett klingeln können. Ich hätte sofort gesagt, Rotfeder, ja 100%, ich habe schon die Rotfeder als Trophy gefangen. War, ich bin mir auch ziemlich sicher an der 8 Huber. Naja, jetzt habe ich sie wieder, die olle Rotfeder. Rabams, riesen, schönes Ding mit 1,5 Kilo. Ist auch, glaube ich, in den wöchentlichen Rekorden drin. Schöner Brocken auf Grashüpfer. Und so stehen wir jetzt gerade hier. Der Rako hat geschrieben, Alden hier, Grashüpfer funktioniert ganz gut. Ich habe das auch mit Grashüpfer und Fliegen rumprobiert. Fliege, Dasselfliege, Eintagsfliege kann man auch ein bisschen mit rumprobieren. Und dann ballern sie hier rein. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her. Das war jetzt gestern Abend. Heute direkt gerade jetzt nochmal eben hin, nochmal direkt getestet. Also die ersten Rotfedern gehen rein. Ich stand nicht so lange hier. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht... Ich glaube, in 10 Minuten hatte ich die rausgezogen. Zack, zack, zack. 5, 6 Fische hier gefangen. Bam, Rotfeder, alles klar, eingepackt, Schicht gemacht. Also, ratzfatz hier die Rotfeder als Trophy abgehakt mit, ja, mit Doppelköder. Wahrscheinlich, wenn man hier nur mit dem Grashüpfer steht, braucht es wahrscheinlich ein bisschen länger. Und ich muss auch noch mal ein bisschen gucken. Ich glaube, ich habe ein bisschen weiter geworfen. Ich glaube, ich habe bis da so geworfen, ja. Bisschen weiter raus. So. Da vorne ist mich nochmal so ein Seerosenblatt. So. Und weißt du was? Wir haben ja hier noch ein bisschen Potenzial. Das Potenzial nutzen wir natürlich aus. Route Nummer 3 nehmen wir auch noch. Wir bauen das mal eben zusammen. 7, nee, da kommen wir kleiner rein, ne? 5,5 reicht doch hier. 5,5, 12er Haken. Ne, ich glaube, ich hatte den 10er Haken. 10er Haken. Und dann gehen wir hier auch nochmal auf Doppelgrashüpfer und dann stellen wir das Ganze hier ein auf 50 cm Tiefe. So, locker floggig raus. Zack, 1, 2, 3, Bügel wieder auf, Geschwindigkeit maximal, Bremse locker runter. Und dann haben wir hier einmal 3 Routen auf Rotfeder. Ja, im Moment... geht es so. Also, es ist keine super Wahnsinnsfrequenz. Gestern war es ein bisschen schneller. Vielleicht war das auch gestern ein bisschen anderes Wetter. Es ging in Richtung Abend gestern. Genau, es war in Richtung Abendstunden. Vielleicht geht es jetzt gleich wieder los. Wir haben jetzt gerade 16 Uhr. Durchaus möglich, dass die auch so ein bisschen urzeitmäßig Vorlieben hat, die Rotfeder. Äußerst selten angle ich auf Rotfeder. Und ich habe auch so selten drauf geangelt, weil ich ja so sicher war, dass ich die schon hatte. Und was mich halt überrascht hat, ich dachte, ich schließe mal eben hier Trophy Nummer 105 ab. Und es blieb nach dem Fang immer noch auf 104. Warum ist das so? Ich bin mir ziemlich sicher, oder es gab ja mal andere Trophy-Gewichte. Und bei der Rotfeder war das Trophy-Gewicht, ich meine auch 1,2 Kilo. Und wenn du dann einen Fisch fängst. Also, gehen wir mal davon aus, die Rotfeder, hier ist die mongolische Rotfeder, hier ist sie. Gehen wir davon aus, dass die Rotfeder mal bei 1,2 Kilo lag. Jetzt fange ich eine Rotfeder mit 1,3 Kilo. Dann habe ich hier oben immer noch 104 Trophys, weil ich die ja schon mal als Trophy gefangen habe. Aber ich habe hier
1,3 Kilo stehen und da oben das Trophy-Häkchen nicht mehr. Und dann muss ich erst wieder die 1,5 Kilo fangen, damit ich dann die Trophy habe. Ähnliches Spielchen ist, glaube ich, hier. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, 36 Kilo ist auch nicht mehr Super-Trophy-Gewicht beim schwarzen Amur. Das heißt, wenn mal wieder ein Amur jetzt reingeht, ich glaube, ist der bei 38? Ich meine, bei 38. Wenn ich jetzt einen fange mit 37 Kilo, dann ist mein schwarzer Amur Super-Trophy weg. Da werde ich aber fuchsig. Aber ist so. Dann muss ich nochmal schwarzen Amur fangen. Und tja, das wäre natürlich mies, ne? Aber so ist das. Und naja, wird schon, ne? Wird schon. So, wo sind sie jetzt hier, die Rotfedern? Wo hängt es? Wir gucken nochmal gerade drauf. Doch, da zuppelt's los jetzt. Da zuppelt's los. 17 Uhr. Und es fängt langsam an. Zack. Und auch schön gehakt. Jawohl. Genau, 475 Gramm, perfekt. Wir gucken hier gerade nochmal rein in das Setup. Hier war ich sogar mit 7,8 Kilo. Ich würde kleiner reingehen. Das ist ein bisschen dick, so dick müssen wir hier gar nicht reingehen. Machen wir mal 5,5. Ich könnte mir vorstellen, hier mit 3,1 reicht doch eigentlich sogar auch. 5,5 gehen wir hier mal, Bremse wieder ein bisschen mal darunter. Gehen wir ein bisschen vorsichtiger rein hier auf die Rotfeder, so knapp hinter die Seerosen. Und das Teil ändere ich auch nochmal eben um. Und dann haben wir das. Ja, wie gesagt, Doppelköder, wenn ihr den Doppelköder noch nicht frei habt, einfach mit dem einfachen Grashüpfer hier reingehen. Zack, in der Kombination. Hier habe ich sogar einen 9er Haken drauf. Ich mache aber mal auch hier den 10er oder mal einen 12er drauf. Gehen wir da mal ein bisschen kleiner und dafür zweimal die, genau. Oh, und da links und rechts und auch noch gehakt. Eieiei, links und rechts, da gehen sie auf einmal jetzt rein hier. Kleinere Rotfeder, nochmal schnell hinterher auswerfen. Man kann auch einen Clip, glaube ich, machen hier. Hoppala, wir gucken uns das gleich nochmal an mit einem Clip vielleicht, oder? Ey, die ist ja winzig. 10 Meter ist es, glaube ich, nicht. Es sollte weniger sein als 10 Meter. So, ich probiere mal auf 8. Das könnte sein, dass es mit 8 passt. Ja, ich würde sagen vielleicht 7, oder? 7? 7 ist doch immer ein schöner Clip, komm. 7 mögt ihr doch. 7 Meter Clip? Kenne ich doch. So, zack, nicht gehakt. Perfekt, direkt den Clip einstellen. Eigentlich Schnickschnack, ne? Mit der Pose auf Clip. Merkt euch doch einfach, wie weit man hier aufhört. Also so einfach vom Aufladen her, zack, und gut ist. Dieses Klippen, vor allem mit der Pose oder sowas. Also in speziellen Situationen kann man das machen. Aber ansonsten, naja. So, ausgeworfen, zack, zack, zack. Ich meine, die Schnur bleibt eh locker hier. Einfach auf entspannt. Und ja, dann weiter rausziehen. Ich glaube, das ist es. Ich meine, man muss halt probieren, ne? Es ist jetzt nicht unbedingt der Spot, wo man hier ultimativ die fetten Kohlen macht. Es ist eher der Spot, wenn du mal die Rotfeder suchst, dann hier hin und versuchen, hier eben die Rotfeder abzuhaken. Und darauf hoffen, dass hier einfach ein dicker Brocken reingeht. Unterschiedliche Haken, vielleicht ein bisschen übertreiben. Gerne mit dicken Ködern. Guck mal da, auf der 2 auch noch hier. Auf der 1, auf der 2. Zack, jawohl. Nächstes Dingen. Die Super Trophy könnte natürlich auch noch gerne. Die Super Trophy kann natürlich auch noch gerne reingehen. Da wäre ich doch ganz zufrieden. Hoppala, den habe ich jetzt versaut hier. Oh nein, die ist auf der 1. Jetzt ist es zu spät. Vielleicht geht es nochmal runter. Ist er noch dran? Ja, ist noch dran. Und wenn sie gleich nochmal abzieht. So. Wenn so eine schöne, eine konstante Bewegung dann kommt, zack, dann einfach einkurbeln auf entspannt. Siehste, kleine Rotfeder. Ja, also, ran hier. Ausprobieren an der Stelle. 6-7 Meter würde ich sagen, oder einfach hier vorne das letzte Seerosenblatt anpeilen und dann ist das gut. Guck mal da, auch schon wieder hier. Auch direkt drauf, jawohl.
Also geht auch. 500 noch was Gramm. Sie werden auch schon wieder größer. Ich vermute auch echt tatsächlich so in Richtung Abendstunden. Wie gesagt, die Trophy war gestern Abend auch. Es wurde schon langsam dunkel. Dann ist sie reingeballert. Also vermutlich einfach in den Abendstunden hier reingehen damit. Und gut ist. Rausziehen. Ach so, wo sind wir denn hier überhaupt? Mann. Er hier schon wieder. Wir sind auf 45, die Koordinaten. Mentor, hier, direkt an der Base. Direkt an der Base. Also einmal hier runterlaufen um den See so halb herum. Und dann sind wir hier an der Sura auf Rotfeder. So, siehst du, tatsächlich. Also das letzte Seerosenblatt, das ist es. Da wollen wir hin. Und vielleicht machen wir sogar nochmal einen hier mit einem nochmal größeren. Einmal mal einen Achterhaken sogar drauf. Einen Achterhaken, einen Zehnerhaken und einen Zwölferhaken. Dann haben wir hier drei unterschiedliche Möglichkeiten. Und irgendwo ballert dann bestimmt auch bei dir die Trophy rein. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri